gucken hier wieder über die Straße. Ich will ja nach meinem Kaffee noch mal gucken beim Metro. Metro, Migros, I'm sorry. Was isst du denn da, Schnuckelputz, hä? Was isst du denn da, leckere Sachen machen? Das scheint ja echt lecker zu sein.
da unten. 700 etwas. Nochmal 700 etwas. Aber die haben ja auch irgendwo günstiger gehabt. Das sind auch alles Bohnen, ne? Dann brauche ich ja die großen nicht holen. 279, 100 ist. Ist aber auch nur ein halbes Kilo natürlich. Aber wenn ich das jetzt hochrechne, bin ich auch auf 600. Das ist auf jeden Fall teurer. Ich gehe zu Rossmann, ja. Kann ich auch gleich das holen. Haben die nicht mehr, ja? Die großen Packungen. Nur die teuren haben sie noch. Na gut, dann gehe ich zu essen. Egal. Ich kann nochmal bei den Outdoor-Sachen gucken. Outdoor-Sachen, nee, bei den Sachen, die im Angebot sind, das wollte ich sagen. $233, da schleppe ich auch bestimmt nicht hoch. Das sind so die Sachen, die halt aus dem Sortiment gehen und runtergesetzt sind. Dauerfilter wahrscheinlich, ne? Jo, ich sehe jetzt nichts, was mich interessiert. Weihnachtsmänner, Tannenbäume, Rexona, 139 erscheint mir sehr teuer. Naja, ich gucke nachher nochmal. 210, das Regal. Ja. Ich brauche ja auch nichts mehr eigentlich. Erstmal gehe ich wieder zurück nach Deutschland. Allah ist in Deutschland. Wenn ich wieder da bin, kann ich immer noch gucken. Den Rucksack hätte ich schon gerne. Kosten die dann 199. Das sind, das ist gar nicht so viel. Aber die sind auch nicht wirklich stabil, ne? Glaube ich. Man hat nicht so viel transportiert beim Flug, sind die eigentlich ganz gut. Ich glaube aber, die sind sehr instabil und sehr. Ich brauche viel in Deutschland, egal. Ich nehme lieber meine Tasche mit, passt auch mehr rein zur Not. So. Wenn ich bei A101 nochmal die Gardinen finde, würde ich die nochmal mitnehmen. Hier sind nochmal Kühlschränke. $21,000 von 3, 6, 9, 12. Oh, das ist auch richtig teuer. Keine Ahnung, kann ich rechnen, aber das ist teuer. Alles, was über 300 geht, das will ich nicht ausgeben. Der ist aber auch natürlich sehr groß, ne? Das wäre jetzt 400, glaube ich, 3, 6, 9, 12, ja, 350 oder so. Der wird eigentlich auch ausreichen. Nee, aber erstmal brauche ich nicht. Erstmal habe ich kein Geld mehr für sowas. Das muss jetzt erstmal alles reichen, was wir hier haben. Genau. Ciao, Kakao. Gehen wir jetzt mal weiter nach raus, nach oben. Das Rossmann erstmal. Dann gebetet habe ich Tschuschukisch. Das brauche ich auch nicht mehr im Kopf haben. Das
249, 219. Teuer, ich sag's ja, ist alles teuer hier. Wirklich. Tschüss. Kerzen habe ich ja noch eine zur Not, wenn wir mal keinen Strom haben. Teelicht habe ich auch noch. Heidi. Nach Ruf. So, dann auf direktem Weg zu Gossmann. Kindergarten da oben und Vorschule, nicht Kindergarten, I'm sorry, Vorschule. Das ist ja privat. Ja, privat. Eine private Vorschule. Jetzt glaube ich neu eröffnet. Wenn ihr eure Kinder in der Türkei schon leben lasst, dann schickt sie auf die staatlichen Schulen, weil private Schulen ist echt schon immer ein Risiko und richtig teuer. Ob die Kinder auch richtig vorbereitet werden auf die Universitäten, ich glaube, das ist nicht so richtig. Staatlich ist auch nicht das Gelbe vom Ei, muss man auch immer gucken. Aber ja. Kostet wenigstens nichts, ne? Und sie lernen Türkisch, was sehr wichtig ist. Lernen zwar kein Englisch, aber Türkisch. Englisch kann man ja zusätzlich machen als Privatunterricht. Schuss auf, egal.
Ich glaube, das lohnt sich mehr, wenn man privat Englischunterricht gibt, als dass man nur damit die Kinder Englisch lernen, sie auf eine private Schule gibt, weil, ja, egal. Meine Meinung. Bei den ganzen negativen Sachen, die man hier hört, das ist schon dann. Aber es gibt auch auf den staatlichen Schulen viel Negatives zu berichten. Man muss wie immer im Leben die Augen offen halten und immer kontrollieren halt die Kinder. Ist eben so. Und die Schulen und die Lehrer und alles, was dazu gehört. Aber ich würde die Kinder jetzt auf die staatliche Schule geben. Gerade bei den Preisen, die im Moment für private Schulen überhaupt nicht übersichtlich sind. Und dann gibst du dein Kind in die staatliche. Und was ist, wenn du es dir nicht mehr leisten kannst? Auf die private. Und dann kann man sich das nicht mehr leisten, weil die Schulgebühren so hoch werden. Dann musst du sie runternehmen und auf die staatlichen geben. Und dann kommen die Kinder da gar nicht mehr mit, weil sie überhaupt nicht dafür ausgebildet sind. Ne? Für das wirkliche Leben, hätte ich was gesagt, auf einer türkischen Schule. Die sind nämlich oft oder manchmal dann ganz anders belehrt worden. Naja, schwieriges Thema. Rossmann ist da vorne, gehe ich jetzt mal hin. Ein Glück habe ich das hinter mir. So schüttelt. Viertel nach fünf. Hello.